Ibims, ich soll was abholen. Viel Platz für Schabernack. Hab ich doch gesagt, Schabernack. Fall mal drauf rein. Na, so was von. Aber so was von. Hallo, Sie. Hä? Wo kommen Sie denn her? Ich glaube, der ist tot. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Minion Carbine. Ich bin immer noch zu Hause, weil es ist ja noch keine 6 Uhr. Es ist soweit fast alle fast fertig. ich habe jetzt schon für die Schütztürme auch die andere Munition. Naja, gut, das könnte noch eine Weile dauern. Ich nehme jetzt trotzdem schon ein bisschen Geld mit. Wer jetzt gedacht? Weil wir werden ja jetzt ein bisschen Munition verprassen. Was uns dann dummerweise in der Horde fehlt. Das heißt, ich muss Munition kaufen. So ist der Plan. So, gut. Also. Wo ich denn schon mal geparkt? Irgendwo. Also rein theoretisch müsste sie den Rucksack haben. Hä? Oh, nur Moment mal. Lassen Sie mich mal bitte durch. Habe ich das in meinen Waren hier reingeschmissen? Oder bin ich einfach bloß zu blöd, das Blatt zu sehen? Da ist der Fahrrad. Ich bin ohne Fahrrad hierher gelaufen, ich Idiot. Lassen Sie mich jetzt hier durch. Sonst bin ich frustriert. Das ist Armageddon angesagt, Junge. Armageddon. Alter, da... Ich weiß gar nicht, wieso ich das Fahrrad hier liegen lassen habe. Ja, ist doch gut. Ich mache doch schon Tai Chi, Gesundheit. Da hinten muss ich hin. Ey, das ist doch perfekt. Perfekte Zeitschindung. Weil wie gesagt, der macht ja erst um 5 nach 6 auf. So, ich merke aber, ein bisschen ruckeln tut das ja schon. Gerade, wie ist jetzt ja nicht, was der hat. Diesmal ruckelt er da, aber auf den Kontrolliermonitor läuft er flüssig. Ich habe Fragen. Willst du mich verarschen? Verrückt. Verrückte Ding. Ich sage euch. Ist doch gut. Also habe ich mir gedacht, wir kaufen uns die Munition und verprassen die. Ist doch eine super Idee. Und das, was übrig bleiben tut, nehmen wir mit nach Hause. Oh. Ich hätte gedacht haben, das ist mehr. Naja, gut. Es kann ja sein, dass wir noch was kriegen. Safe travels. Ja, ja, warte mal kurz. Das ist ja alles um die Ecke. Das ist ja wirklich. Ich hol uns mal ein paar Punkte und vielleicht auch eine Weppe und andere Munition. Also voraussetzt, wir kriegen was. Da habe ich geparkt. Und das Schöne ist, wir müssen wieder nach Hause. Also Richtung nach Hause. Ja, ja, ja. Wo habe ich denn schon wieder geparkt? Mitten im Regen. Mitten im Regen. Wo denn sonst? 300 Meter. Na denn. Dann klatschen wir sie mal auf, wa? Gut, wir haben es eh mal geschafft. Schauen wir das wieder. So. Hallo. Ibims. Ich soll was abholen. Und ich soll welche töten. Also rein theoretisch sollte ich nur welche töten. Naja, ist gerade Sauwetter. Sauwetter. Oh, ich wollte gerade sagen Kotzer. Aber er ist nur fett. Komm mal hoch. Ich habe eigentlich auf deinen Kopf gezielt. Es sollte nicht funktionieren. Das ist aber nicht mein Problem. Damit habe ich nichts zu tun. Ein Büchlein. Noch ein Büchlein. Und was zum Schnecken. Schnacken. Schnie, Schna, Schnuck. Bärchen. Keine Bücher. Wo ist denn hier um die Ecke? Gut, dann versuchen wir mal hier zu gucken, ob da einer hinter ist. Nee, ist es nicht.
Du bist wieder gegen mich. Ich werde doch. Nee, da ist hoch schon nachgeladen. Puh, ha. Nix. Mann, ist hier viel Platz. Viel Platz für Schabernack. Hab ich doch gesagt. Schabernack. Moment mal. Ich hab da doch versucht nachzuladen. Er wollte nicht. Ich hab's versucht. Deswegen habe ich gedacht, da ist noch Munition drinne. Na, du bist nicht die hellste Torte, wa? Aber ich gleich das aus mit schlechtester Schütze. Oh, ich Idiot. Hab den Fehler gefunden. Ich habe sortiert Munition. Ich habe nur die Schutzmunition raussortiert. Ich meinte natürlich, ich wollte sparsam sein. Ich wollte nicht alles verprassen. Seht ihr? Ein Lappen. Und damit meinte ich nicht mich. Das war alles. Hier ist nichts. Gar nichts. Nichts versteckt. Das ist ja mal Muchtesitte. Warum ist denn der Raum denn da? Macht ja überhaupt keinen Sinn. Wahrscheinlich wäre ich von da hinten so hoch und dann wäre ich hier runtergefallen. Und dann hätte ich mir hier durchfräsen müssen. Wahrscheinlich. Habe ich vielleicht das Pferd von hinten aufgesäumt. Es schwebt. Hab ich's mir doch gedacht. Das gute Blei. So, na denn, wa? Kniff da am Start. Durchgezogen. Nee, hier war ja nichts. Durchgezogen und hoch mit dem Arsch. Der Weg ist frei. Ah. Da werden wir bestimmt noch hochkommen. Bücher. Kniften. Genau mein Ding. Hallo. Ich guck mal kurz hinein. Ich würde mal sagen, da könnte doch ein theoretisch jemand sein. Ich würde mal sagen, hat sich gerade bestätigt. Das ist eine sehr, sehr morsche Tür. Ich komme mal kurz rein. Schlafen Sie ruhig weiter. Ich wünsche gute Träume. Jetzt nicht mehr. Steh mal bitte auf. Dankeschön. Ich hab jetzt echt gedacht, wir sind erregt. Erregenderweise. Wer kommt jetzt? Ach, wie ist was? Ich baller jetzt durch. Bist du tot? Alle tot. Sie haben den Kopf verloren. Bin nicht in Panik geraten. Das waren kontrollierte Schüsse, waren das. Hat sie ihn abgekauft? Naja, gut. Ein, zwei Treffer haben gesessen. Urin. Urin. Warten Sie mal. Komm ihm mal ein bisschen entgegen. Nochmal. Sie haben da was in der Nase. Dürfte ich das wieder haben? Es ist mir sehr, sehr ans Herz gewachsen. What? Das ist ja wie ein Allzweckschlüssel hier. Hört, ich hab einen besseren. Open ist door. Joa. So. Was wie jetzt wo?
Links, rechts, geradeaus. Wo sind sie? Achso, mein Pfeil. Ich hab doch neu gesagt, der ist mir sehr, sehr wertvoll. Sehr ans Herz gewachsen. Ich sehe gerade, ich bin verletzt. Ich bin so verletzt. Die sind alle so gemein. Ich hab meinen Rock wieder. Mein Schottenrock. Versucht da gerade einer hochzukommen? Ah! Was? Hä? Sprich vernünftig, du. Ein Schwimmingpool. Ob da einer schwimmt? Ich hab, glaube ich, Zombie. Oh, Leiche zwischen den Zehen. Da ist wohl eine Maniküre fällig. So. Ah, ich vertraue der ganzen Schose nicht. Ja, warum sollte ich denn auch? Es wird mir ja nur erklärt, dass hier noch welche sind. Down. Haha, Kopfschuss. Habt ihr die gesehen? Ich weiß nicht, was das ist. Eine Bandage. Das ist aber nicht der geile Scheiß, den ich haben will. Wo ist denn der? Oh, jetzt weiß ich, wo wir sind. Ha. Lustig. Ich hab den Stuff gefunden. Ist doch eine Falle. Fallen wir drauf rein? Na, so was von. Aber so was von. Hallo, Sie! Hä? Wo kommen sie denn her? Ich glaube, der ist tot. Nimm das, du Unhold! Du bist old und un... Keine Ahnung. Hier bin ich. Knüppel. Voll beeindruckt. Auf dem Arsch. Auf dem Arsch. Auf dem Arsch, ich hab ihn unten vergessen. Aber erstmal looten. Mir ist so nebenbei aufgefallen, ich hab ja keine Dietriche. Vielleicht finden wir ja noch welche. Vielleicht finden wir ja noch. Naja, ich bin schon ein bisschen schwierig. Aber vielleicht finden wir ja ein paar Dietriche. Vielleicht finden wir ja ein paar Dietriche. Ich finde das ein wenig frustrierend. Dass, wenn ich das haben will, ich das nicht kriege. Aber gut. Ich habe ja meinen Allzweckschlüssel. Haben Sie ein paar Dietriche? Yippie-yay. Moment. Das haben wir gleich. Bitte, ich habe auch hier noch Platz. So, bitte. Eine Glastür. Das wird den voll aufhalten. Na, brichst du vorher ab? Das war so klar. Leck mich! Du kacke Ding! Hab's offen! Ich kann schon mal so sagen, nicht durch die Dietriche. Wer hätte es gedacht? Gut, das ist jetzt nicht der beste, geilste Scheiß, aber gut. Es ist gratis. Oh, Alter! Ich reiß mir gleich die Nase ab. Gut, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich habe gedacht, ich habe jetzt eigentlich das da reingegriffen. Aber in Ditte habe ich wohl nicht gegriffen. Ich bin ergriffen. Palim, palim. So. Wo soll da unten noch einer sein? Beim Swimmingpool. Das macht Sinn.
Moment! Haha! Sie kommen nicht hinterher. Sie kommen doch hinterher. Darf ich mal? Haha! Hui! Oh, da sind ja mehrere. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit habe ich gerechnet, dass wir das schaffen. Wir sind eben halt Schaffers. Nur meine Nase ist kein Schaffer. Ist ein Hindernis. So. Das war so klar. Auto-Töff-Töff. Ach, wie zu warte, können wir eigentlich lesen? Wir müssen es ja nicht gleich sofort machen. Nischt interessantet. Hier gibt es aber auch nischt, gibt es hier. Warum kann ich das von innen nicht aufmachen? Das ist doch totaler Schmu. Schamu. Na gut, dann nehmen wir mal die Quest ab. Die nächste Quest wäre über 1 Kilometer entfernt. Bin drauf und dran, die nächste zu machen. Ein bisschen Zeit haben wir hier noch. Da ist es. Bis gleich. So. Da sind wir. Ich hole mir jetzt mein Geld ab. Und unsere Belohnung. Ich hoffe, das ist eine Pistole oder eine Schrotze. Das wäre schon mal nicht verkehrt. Da. So, ein Schlagstock. Ein Elektroschlagstock. In grün. Das wäre auch ja nicht so verkehrt. Das ist aber nicht das, was ich haben möchte. Achso, ich muss erstmal Sachen verkaufen. Sonst kriegt das ja nicht ins Inventar. Nö, der bleibt jetzt hier. Ich hab gesagt, der bleibt hier, dann bleibt auch hier. So, ich nehme den jetzt mit, weil ich den dann verkaufe. Ja, genau. Der gefällt mir nämlich nicht. Noch nicht. Nur auf lila. So, 1 Kilometer. 1,2. Mach mal. Ab hinaus. Und dann erstmal, ich mach mal schnell mein Inventar leer. So, habe fertig. So, jetzt müssen wir aber den hin machen, weil, wie gesagt, wir müssen ja auch den Heimweg noch mit einberechnen und ich muss ja auch noch die Spikes und ein bisschen Munition muss ich auch noch machen. Ne? So, und da sind wir auch, Villa. Wir haben unser Ziel erreicht und das Geile ist, wir können gleich beim nächsten Händler nochmal Munition auf dem Weg nach Hause mitnehmen. Das ist wunderbar. Oh. Naja. Gut, dann kann ich das Auto nochmal uns gönnen. So. Das bekommen wir doch hin. Also vorausgesetzt hier ist jetzt nie Hund und Kunst drin. So, Knifte umstellen. Munitionstechnischerweise geladen. Lock and loaded. Es wäre cool, wenn jetzt hier nur Munition drin wäre. Und 3-2-Zombies. 2-3 Zombies. Das täte mir nice sein. Warte mal, da werde ich nochmal schnell die Water rausholen. Hallo! Palim, Palim! Seien Sie still! Sie wecken ja Tote. Immer noch lustig. So. Müll. Wunderbarer Müll.
Ha, hab dich. Ein Buch. Wie gesagt. Also in Sachen Kochen muss ich ja nun euch Sachen kredenzen können. Das ist nur für die Götter. So, gut. Aha. Da oben habe ich schon mal eine Kiste. Haha, reingelegt. Jetzt hat er mich reingelegt. Aber dafür ist er auch tot. Er ist hochdauen. Okay, er war doch noch nicht tot. Haha. Da ist er wieder. Panik-Uwe. Ein bisschen Munition sparen. Der hat ja nun eingesteckt. Wollte ich gerade sagen. Oh. Ich hab nach innen gearbeitet. Also irgendwie. Nun gut. Hallo. Das ist ja schnell. Aber nicht schnell genug. Jetzt kommt mir die Beute wenigstens bekannt vor. Ihr sagt, die sind bearbeitet. Bitte. Brite, Brite. Ich hoffe, du hast was an dir drinne. Nimm ich jetzt persönlich. In die Hand! Pass auf, und dann ist da ein Dietrich drin oder so. Das wäre nicht das erste Mal. Naja, ist es nicht. Ich muss mir wirklich die nächste, also wenn wir nach Hause kommen, die Horde gemacht haben und so, ey, muss mir wirklich Dietrich herstellen, weil sonst wird langsam peinlich. Lass ihn mich durch. Will den Loot haben. Was soll das? Es ist ein Glaswasser. Du willst mich verarschen. So, na denn. Ab nach oben. Links, rechts. Wo sind sie denn? Ach, da. Immer noch. Wolltest du mich gerade treten? Immer noch nicht alles. Ich glaube, es war eigentlich noch ein Piepmatz hier. Vom Teufel redet. Warte mal. Echt jetzt? Eine Türschranke? Aggressivität wird nicht geduldet. Außer von mir selbst. So wild das Gesetz. Oh, ich muss noch mal raus. Ich will nicht raus. Draußen sind sie mein gefährlich. Aber hier drin ist es auch nicht gerade besser. Moment mal, das war noch hinten gewesen. So, warten Sie mal. Ich hab doch von hier oben. Da oben. Da die Kiste. Die täte mich interessiert haben. Na gut. Haben wir das auch. Man kann nicht hier so. Das ist bestimmt für mich einfacher. Das ist zu einfach. Ich glaube, der ist tot. Rutschen Sie nicht runter. Ich rette dich, Junge. Und wenn das letzte ist, was ich tue. Entschuldigung. Wie jetzt? Ach so. Verstehe. Ich hab's verstanden, Leute. Ich glaube, wisst ihr, was das Schlimme dabei ist? Ich glaube, das ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert ist. Naja.
So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ich glaube, jetzt müssen wir bloß noch den Hannes, der da runtergerutscht ist, der Penner, der. Ah, den kriegen wir schon. Wo ist er denn? Wo ist denn jetzt hin? Der ist doch jetzt nicht hingerannt. Ich. Oh, 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 danke, dass der. Der ist ja mal richtig nett, wa? Entschuldigung, wo sind Sie denn? Hä? Hab ich irgendwas verpasst? Wer sagt ja? Der ist hier hoch, wa? Nee. Da ist er. Steh mal auf. Jetzt hammert. Jetzt kann ich mir auch die Kiste holen. Und meine verdammte Nase jucken. Mann. Ausgerechnet jetzt muss die wieder durchdrehen. Boah. Sag mal, ist das einfach? Ja, ist das einfacher. Ist ja schließlich Holz. Hey, schön. Danke. Nehme ich gerne mit. So, wie gesagt, den haben wir ja schon. Da täte heißen, wir können jetzt zum Händler und dann auf dem Weg zurück. Uns auf dem Weg zurück machen. So rum. Zum anderen Händler die Quest abgeben. Mann, oh Mann. Mann, hat der fast ja nichts gekostet. Und wir können so schön geschillt nach Hause fahren. Weil wir noch Zeit haben. Does this look like a lounge to you? Ja, 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 ja. Ich wollte jetzt gerade. Hey? Warum kriegt der nichts? Weil das falsch ist, Johannes. So, nimm ich. Was ich ein bisschen doof finde, ist, dass du, ich muss jetzt quasi zu den anderen Händlern fahren, um die Quest abzugeben. Obwohl das der ein und derselbe Händler ist. Das ist ein bisschen komisch, ist das. Sehr doof ist das. Ah, gut, was hab ich da? Das ist, was hätte ich schon zu sagen? So, dann haben wir das auch. Munition ist wieder am Start. Jetzt will er zurück. Gut. Hatte ich ja gesagt, ihr habt. Aber ich war mir nicht so ganz sicher, ob es der war, den ich geleert habe. Komplett geleert hatte. So rum. Nee, das ist auch falsch. Ich hatte alle komplett geleert, bis auf ihn. Genau. Und ich habe gedacht, dass der das, den ich nicht geleert hatte. So wird ein Schuh daraus. Genau. Ich fahr schon mal los, wa? Ich mach mal hinne. Ich trete mal in den Pedalen. So, wir haben unser Ziel erreicht. Jetzt bin ich mal gespannt, Alter, wenn der nicht jetzt eine Pistole oder sowas. Ich zieh den, also ich würde den über den Tisch ziehen, wenn mir die Möglichkeit gegeben wäre. Aber kann ich gar nicht. Also denke ich nur. Wir versuchen es. Hallo. Now we're cooking with gas. Musik. Munition? Und nochmal Rezepte. Ich nehme leider die Rezepte. Bei Pistolenmunition habe ich so ein, zwei Stücken. Ich glaube, damit sollte ich ein, zwei Tage hinkommen. Nee, warte mal, ich esse das einfach. Und macht das jetzt auf. Tata. Hui. Na gut. Dann würde ich mal sagen, ich bringe das alt nach Hause. Wir haben morgen noch ganz schön viele zu tun. Wir müssen die Spikes setzen. Wir müssen noch ein bisschen Munition herstellen. Oder beziehungsweise ich fange jetzt schon mal ein bisschen an. Und dann geht das los. Dann ist Rambazamba angesagt. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr auch freut euch auch. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Träumchen nicht vergessen. Macht euch einen schönen Tag. Ich bin dann erstmal raus. Hauen Sie rein. Tschüss.